Hallo Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ich habe ein weiteres kürzlich gelesen für euch. Denn es ist schon faszinierend, sobald es düsterer wird und kälter, habe ich wieder mehr Motivation zu lesen. Ich hatte zwar zwischendurch das Gefühl, dass ich so in einer kleinen Leseflaute bin, ich glaube, das lag aber auch daran, dass ich extrem gute Bücher gelesen habe, die mich sehr gefordert haben, im positivsten Sinne und bei denen ich dann so war. Ich glaube, das muss erstmal sacken. Ich fange an mit zwei Manga-Bänden. Ich habe von der einen Reihe mehr gelesen, von der anderen, die habe ich abgebrochen. Ja. Und damit fange ich auch an. Ich habe Danseur von George Asakura. Habe ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen. Und ich habe jetzt kürzlich Tanz in die abendliche Stille gelesen. Und da geht es darum, dass dieser junge Mann hier Leichtathletik für sich entdeckt, speziell die rhythmische Sportgymnastik mit Bändern. Und das hat mir so gut gefallen, weil es halt auch so zart erzählt wurde und weil wir hier eine vierschichtige Geschichte haben. Hier gibt es das Potenzial zur Vierschichtigkeit, allerdings ist es tatsächlich so, dass mir vor allem der Protagonist so sehr ein Teenager ist, der auch hormongesteuert ist und ich weiß nicht. Es geht hier um diesen Jungen, der Junpei, der Ballett mag und seiner großen Schwester immer zu den Stunden folgt und dann zu Hause übt und sein Vater, der ein großer Name im Kampfsport ist, sagt ihm aber immer, hey, kannst du nicht was Männlicheres machen? Und dann ist es so, dass er sich aber überzeugen lässt, dass sein Sohn halt auch mal zu einer Ballettstunde gehen darf. Als sie darauf warten, wird er aber von anderen gemobbt, weil Ballett ist ja nur was für Mädchen. Und das bringt so den ersten Zweifel, der in ihm gesät wird. Und was ich dann interessant fand, ist, dass sein Vater stirbt und er das Gefühl hat, er muss jetzt der Mann im Haus sein. Auch aufgrund von Kommentaren bei der Beerdigung. Und er begräbt sozusagen diesen Traum von Ballett komplett. Und lernt halt den Kampfsport, den auch sein Vater gemacht hat, in dem Dojo seines Onkels. Bis er dann eines Tages durch Zufall von einer Mitschülerin, auf die er auch steht, angesprochen wird, ob er denn nicht mal zum Ballett zum Ballettunterricht von der Ballettschule ihrer Mutter kommen möchte. Und er ist, nee, Ballett. Und er geht dann aber aus, ich weiß gar nicht mehr, aus Gründen doch hin, weil, also, das ist auch das Mädchen, auf das er ja steht. Und er zeigt dann was von seinem Kampfsport und die sind so, du tust doch gerade den Don Quixote tanzen vom Ballett. Und das bringt ihn halt zum Denken. Mein Problem ist wirklich dieses übertrieben Teenager-gesteuerte, was mich persönlich immer aus der Handlung gerissen hat, weshalb ich einfach gesagt habe, nee, es tut mir leid, ich werde das beenden für mich. Es ist so, ich habe vielleicht den ersten Band gelesen, es ist ja hier ein kombinierter Band, aber das hat es einfach nicht getroffen. Und von daher, ich bin sehr froh, dass die Bibliothek diese Reihe hat. Und ich das sozusagen austesten konnte, auch wenn es halt nicht erfolgreich war für mich. Und dann habe ich noch eine Reihe, die so viele lieben, die sie gelesen haben. Und sie lieben sie ab Band 1, weil das ja so anders ist. Und ich habe jetzt Band 1 und 2 gelesen und bin mir unsicher. Es ist Yona, Prinzessin der Morgendämmerung von Misuo Kusanagi. Und das Cover hier sagt erstmal, okay, starke Prinzessin. Und wir haben vor allem im ersten Band und auch noch im zweiten Band viel von den Intrigen im Königspalast, wie es dazu kommt, dass sie fliehen muss. Auch von ihrer ersten Liebe und Gefühlen, die sie hat und wie sie sich entwickelt. Aber irgendwie ist es halt immer nur so ein Stupsen von außen. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, okay, wo ist das jetzt so viel anders wie viele andere Fantasy-Manga, die halt auch so diesen kleinen Comic-Relief und
diese Liebesdinge und so. Bisher empfinde ich es nach zwei Bänden noch nicht als super besonders. Ich habe mir jetzt Band 3 bis 5 mal bestellt. Und wenn diese Bände mich nicht überzeugen, dann ist es halt so, dass ich sage, okay, die Reihe ist für mich dann doch nichts. Und ich werde es als Experiment einfach so dastehen lassen. Es hat halt über 30 Bände, weshalb ich sehr froh bin, dass meine Bibliothek diese Reihe hat. Für mich ist es bisher so, ich sage, es gibt schon ein paar Aspekte, die mich interessieren, aber zu diesem kompletten Hype verstehe ich jetzt noch nicht. Dann habe ich euch als Indie-Perle ein ganz besonderes Bilderbuch vorgestellt, was sich sehr in mein Herz geschlichen hat. Es ist Wünsche. Ein Buch von einer koreanisch-amerikanischen Autorin und einer koreanisch-amerikanischen Illustratorin mit richtig schönen Bildern und gerade mal 75 Worten, die einfach sehr, sehr mächtig sind in ihrer emotionalen Wirkung. Es ist von Muon-Thi Wan und Victor Nye. Und ich zeige euch mal eins der Bilder. Und was besonders ist, hier der Satz, der hier steht, ist: Der Traum wünschte, er dauerte länger. Und das ist halt etwas, was ich an diesem Bilderbuch extrem faszinierend finde, dass eigentlich eine Geschichte erzählt wird, die speziell dieser Familie passiert. Es basiert auch auf den Erfahrungen der Familie der Autorin. Und man dieser Familie auf ihrer Flucht folgt, aber dadurch, dass die Geschichte, die einzelnen Punkte der Reise aufgrund von Gegenständen erzählt werden, bekommt es eine Allgemeingültigkeit für viele Menschen, die fliehen müssen aus unterschiedlichsten Gründen. Und das hat das Ganze zusammen mit den Bildern sehr eindrücklich gemacht und mir so gut gefallen. Und wenn ihr noch mehr Worte von mir dazu hören wolltet, dann verlinke ich euch meine Indie-Perle. Schaut gerne rein. Es ist ja ein Buch, das immer noch in mir nachhallt und viel in mir bewirkt hat. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Es ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, denke ich mal. Dann habe ich eine Reihe fortgesetzt. Ich bin so stolz auf mich. Vor allem, weil es eine Fortsetzung ist von einer Reihe, da hatte ich ein bisschen Angst, lange das zu lesen, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, das wird mich emotional auch wieder sehr mitnehmen und ich möchte nicht irgendwie, während ich selbst ein bisschen Hochs und Tiefs hatte, die zu schnell aufeinander folgten, wollte ich mich einfach nicht da reinwerfen lassen. Und ich habe mich aber im Oktober bereit genug dafür gefühlt und bin sehr froh darum, das jetzt auch gelesen zu haben. Es ist The Faithless von C.L. Clarke, die Fortsetzung von The Unbroken. Und die Reihe heißt Magic of the Lost. Und das finde ich auch einen sehr treffenden Namen für die Reihe. Wir folgen hier den Protagonistinnen aus dem ersten Teil, zumindest jene, die noch leben, weil wir haben einfach die Situation im ersten Band, dass die Kolonialis, die Menschen, die ein Land kolonialisiert haben, speziell mit der Prinzessin Lyca, halt hinkommen, weil es einfach Unruhen gibt in dem Land. Man merkt, dass eine Rebellion gärt und es soll einfach unterdrückt werden mit Präsenz vor Ort. Lyca ist auch in der Situation, dass sie die Thronerbin ist, aber ihr Onkel im Moment als Regent auf dem Thron sitzt, bis sie in das Alter kommt, in dem sie den Thron besteigen kann. Und er ist halt so: Beweis dich, dann kann ich sicheren Gewissens meinen Thron dir übergeben oder den Thron dir übergeben und weiß, dass das Land in guten Händen ist. Man merkt sehr schnell und auch sie ist sich dessen sehr bewusst, dass er den Thron eigentlich nicht aufgeben möchte. Und es ist eine unglaublich komplexe Geschichte, die mir im ersten Band schon sehr viel Spaß gemacht hat. Im zweiten Band haben wir manche der Beziehungen noch einmal anders aufgerollt. Wir treffen auch endlich auf den Onkel, der ja auf dem Thron sitzt und bekommen ihn extrem gut charakterisiert, aber auch andere Menschen. Und ich finde es total spannend, wie gut es C.L. Clarke schafft, Figuren zu charakterisieren, auch in wenigen Sätzen schon.
Und wie real sie diese Figuren werden lässt. Und das hat mir so gut gefallen. Und gegen Ende saß ich einfach nur noch da und habe die Seiten umgeblättert, weil ich mir dachte, das kann jetzt nicht passieren. Was passiert jetzt noch? Oh nein, wie? Wann? Und ich kann kaum den dritten Band erwarten, der bisher nur einen Titel hat. Ich glaube, das ist Sovereign. Und kein Erscheinungsdatum. Und ich bin mir so, oh Gott, nein, das könnt ihr mir nicht antun. Struggle von Fantasy-Lesenden. Damn it. Aber ich bin mir sehr sicher, dass, wenn der dritte Band dann erscheint, werde ich mir Band 1 und 2 nochmal schnappen und rereaden, um dann Band 3 wirklich voller Elan und Genuss und vollem Wissen lesen zu können. Und ach Gott, ich mag es so sehr. Es ist auch einfach, ich habe zwischendurch jemanden geschrieben und habe gesagt, Luca ist schon irgendwie sexy, so auf dem Bild. I like. Und ja, ach, es ist einfach so. Die beiden Hauptfiguren vor allem sind in mein Herz gewandert und auch diverse andere Figuren. Und ich habe bei einigen Menschen, die in tragischen Szenen drin vorkamen, echt ein bisschen geschluckt und dachte mir so, nein, das kannst du mir doch nicht antun. Sie hat es mir angetan, aber naja, okay. Ja, Empfehlung von der Reihe. Also. Das ist so wirklich. Ich habe ja im März die ersten Bände von dem, von Tesha Suris Reihe und von Shelly Packer Chans Reihe gelesen, als Holy Sapphic Trifecta. Und ja. Ja, einfach nur. Es passt, es ist gut. Ich kann es nur empfehlen. Außerdem habe ich in einer Leserunde Yellowface von Arve Kwang gelesen. Sie hat das jetzt sogar unter Rebecca F. Kwang. Und hier haben wir die Geschichte, dass zwei ja, Freundinnen, die beide schreiben. Die eine ist extrem erfolgreich, sie ist Asian American und sie ist perfekt. Und die Freundin, aus deren Sicht wir hier auch lesen, nämlich Juniper Hawthorne, die struggelt halt. Das Debüt ist gefloppt und generell läuft es nicht so mit dem Schreiben und sie ist halt extrem neidisch. Sie versucht immer, eine gute Freundin zu sein, aber sie ist einfach nur neidisch auf ihre Freundin Athena. Und was ich total spannend finde, ist, dass wir am Anfang viel auch über die beiden erfahren, bis es überhaupt zu der Situation kommt, die diese ganzen Ereignisse in Gang setzt. Nämlich Athena stirbt vor den Augen von June und June klaut das Manuskript, an dem Athena gearbeitet hat. Vorteil ist, diese erfolgreiche Autorin hat immer nie erzählt, woran sie arbeitet, was es überhaupt ist und sie war immer sehr geheimniskrämerisch, bis es dann endlich erschienen ist. Das nutzt June zu ihrem Vorteil aus. Sie ist einerseits geschockt, dass vor ihren Augen jemand gestorben ist und schafft es dann aber nicht, die Hände von diesem Manuskript zu lassen, ne, und merkt, boah, das ist Gold, aber es braucht noch viel Arbeit. June fängt an, dieses Manuskript zu überarbeiten und ist irgendwann so davon überzeugt, dass sie selbst ja dieses Buch geschrieben haben könnte oder geschaffen haben könnte, zumindest so wie es ist, dass sie es an ihren Agenten schickt und der sagt, wow, geil, nehme ich. Und so kommen ganze Ereignisse in Gang. Nämlich, dass es eine riesige Vorankündigung gibt, dass es riesiges Werbebudget gibt, dass es einen Kampf um dieses Manuskript gibt. Und das sind alles Dinge, die sich June immer gewünscht hat und die sie nicht fassen kann, dass sie die jetzt einfach so in die Hände ihr fallen. Und dadurch verstrickt sie sich immer weiter in ein Lügengeflecht darüber hinaus, ob dass sie dieses Buch geschrieben hat, was ihr Anteil daran ist und es ist einfach extrem faszinierend, wie hier diese Gedanken von einer weißen Autorin, die trotz dass sie halt weiblich ist und dadurch ja auch marginalisiert, extrem privilegiert ist. Und diese Gedanken, die June immer wieder hat, sind so, boah, ey, das ist wirklich so, wie sich weiße AutorInnen auf Social Media geben, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. Und diese Kritik ist für mich extrem gelungen. Ich habe ein bisschen dann zum Ende hin mir gedacht, oh, das fühlt sich jetzt ein Stück weit hergeholt an.
Aber prinzipiell finde ich es sehr gelungen, wie hier halt diese Kritik geübt wird am System, am Veröffentlichungsprozess, an großen Verlagshäusern, die halt auch manchmal so drauf sind, naja, wir haben ja schon eine marginalisierte Person, warum sollten wir jetzt noch einer zweiten eine Chance geben? Und dass einfach diese Diskrepanz zwischen einer, ja, Diversität zieht und Qualität und ja, anderen Perspektiven und wer darf welche Geschichte erzählen, das hat mir richtig gut gefallen hier in dem Buch. Es gab ein paar Punkte, wo ich halt einfach sage, ich kann aber auch nicht richtig in Worte fassen, was es ist. Ich denke, ich werde dem Buch 4 Sterne geben. Und es wird mich noch eine Weile beschäftigen. Ich bin auch mal gespannt, was die anderen dann sagen und wie sie sich zu dem Buch äußern. Und ja, es ist einfach ein Buch, von dem ich wusste, es wird mir sehr viel zu denken geben. Und ich habe ein paar Rezensionen gelesen, in denen stand so, ja, diejenigen, die da eh schon in dem Glauben sind von Auf Kwang, die werden halt auch einfach nicken und sagen, ja, genau so ist es. Und ich denke mir so, vielleicht sollte die das zu denken geben, dass selbst weiße Menschen die Reflexionsgabe haben, zu erkennen, das, was Auf Kwang beschreibt, ist nicht Fantasie, sondern es gibt wirklich diese Situation. Und es muss deutlich beschrieben werden, damit es Menschen verstehen. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall ist es ein extrem spannendes Buch und ich werde mich sicherlich auch noch mit einigen Rezensionen beschäftigen, weil mir teilweise die Worte sogar fehlen, um zu beschreiben, wie ich hier dazu stehe. Und ja, es ist spannend einfach. Und für mich ist es eine Empfehlung. Es hat halt gar nichts Fantastisches im Gegensatz zu den Büchern davor. Von daher seid euch dessen bewusst und es ist, manche würden sagen, halt sehr on the nose, was diese Kritik angeht. Ich fand sie sehr treffend einfach und ja, das Buch halt nach, definitiv. Was lest ihr gerade so? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf, mich mit euch auszutauschen. Vielleicht habt ihr ja auch Empfehlungen für mich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin behaltet den Regenbogen im Herzen und die Toleranz im Kopf. Tschüss!